Seit rund 1000 Jahren sind Universitäten in Europa die zentralen Hüter des Wissens. Viele Lehrformate, wie etwa die Vorlesung, sind genauso alt. Jetzt bekommen die altehrwürdigen Lehranstalten Konkurrenz aus dem Internet. Massive offene Online-Kurse, kurz MOOCs, sind Seminare, an denen man online teilnehmen kann, ganz ohne an einer Universität eingeschrieben zu sein. Von überall und zu jeder Zeit. Jörn Luwischach ist einer der populärsten MOOC-Macher aus Deutschland. 22.000 Menschen haben den YouTube-Kanal des Mathematikers von der FH Bielefeld abonniert. Dabei hat alles ganz klein angefangen. Ich hatte ein paar Nachzügler-Studenten, die nicht zu der Vorlesung kommen konnten. Die hatten einen anderen Termin. Und für die habe ich einfach eine Lösung gesucht. Das war dann YouTube. Und dann ist der Schritt zur Öffentlichkeit ganz einfach gewesen. Man stellt es auf YouTube und damit ist es öffentlich. Punkt. Luwischach machte die Nachhilfevideos zum festen Teil seines Unterrichts und stellte schnell fest, die Filme wurden nicht nur von seinen Studierenden genutzt. Schließlich begann er damit, nebenbei auch Inhalte speziell für sein digitales Publikum zu produzieren. Die Arbeit an MOOCs hat mir gezeigt, was möglich ist. In der normalen täglichen Lehre an der Hochschule hat man so ein bisschen Scheuklappen und denkt, ah, das geht nicht, weil Modulbeschreibung, Akkreditierung. Man lernt, dass viele Sachen möglich und interessant sind und unbedingt mal gemacht werden müssten. MOOCs können ganz unterschiedlich aussehen. Es gibt simple, abgefilmte Vorlesungen, aber auch höchst interaktive Formate mit Quizzen und speziellen Aufgaben. Diskussionen zwischen den Teilnehmern finden vor allem in Foren statt. Seinen größten MOOC hat Luwischach für den amerikanischen Anbieter Udacity gestaltet. Dort hat auch Dennis Celada aus Guatemala die meisten seiner MOOCs absolviert. Celada studierte an der Universität von Guatemala Informatik. An den MOOCs schätzte er vor allem die Aktualität des Stoffes. Im IT-Bereich ist es wichtig, sein Wissen auf dem neuesten Stand zu halten. Das verändert sich jeden Tag. Das war auch der Grund, warum ich mit Udacity und Coursera angefangen habe, um weiter zu lernen. Das ist toll an MOOCs, man kann überall und zu jeder Zeit lernen. Das Einzige, was mir gefehlt hat, war jemand, dem ich Fragen stellen konnte. Dieses Manko versucht Celada gerade selbstständig zu beheben. Zusammen mit ein paar Freunden hat er eine lokale Gruppe gegründet. Er hofft, auf diese Weise auch die IT-Szene in Guatemala Stadt zu stärken. Doch die großen MOOC-Anbieter, die an amerikanischen Elite-Universitäten gegründet wurden, stehen auch in der Kritik. Mit mehr als 4 Millionen Nutzern sind sie mittlerweile für Investoren interessant geworden. Robert Meister von der University of California in Santa Cruz befürchtet daher einen Ausverkauf der höheren Bildung. Das Modell von Coursera soll vor allen Dingen Investoren für ein neues System anlocken, das, wenn es funktionieren sollte, darauf abzielt, einen großen Teil der Universitäten weltweit zu ersetzen. Meister wirft Coursera und Udacity vor, unter dem Deckmantel offener Bildung kommerzielle Interessen zu verfolgen. Denn obwohl die Kurse kostenlos angeboten werden, stehen sie nicht unter freien Lizenzen. Die Anbieter stoßen bei uns natürlich auf großes Interesse mit der Idee, freie Bildung anzubieten. Aber gleichzeitig privatisieren sie das Material und sammeln Daten, mit denen sie den Zugang zu den Kursen einschränken können. Obwohl sich die meisten MOOCs an Uniseminaren orientieren, gibt es Initiativen, die MOOCs ganz anders nutzen wollen. In sogenannten C-MOOCs interagieren alle Teilnehmer als großes Kollektiv und tragen selbstständig Materialien und Übungen zusammen. Monika König hat einen solchen C-MOOC organisiert. Auch sie sieht die Formate der großen Anbieter kritisch. Ich glaube, das Potenzial ist genau das, was von diesen Elite-Unis gerade nicht gehoben wird. Was ich als eigentliches Potenzial sehe, ist, dass man damit Fragen diskutieren könnte, wo es eben noch gar keine Lösung dafür gibt. Dass MOOCs den Bildungsbetrieb verändern, steht außer Frage. Udacity bietet seit kurzem den ersten vollwertigen MOOC-Masterabschluss an. Doch noch gilt für MOOCs, was Karl Kraus über Bildung generell gesagt hat. Sie ist das, was die meisten empfangen, viele weitergeben und nur wenige haben.